Wenn man reinkommt, sieht man erstmal sozusagen einen kleinen Ruheraum, dann einen Konferenzraum und dann wieder sozusagen hinten ganz zum Schluss ein bisschen normale Standardkabine, erste und normale Klasse für sein Gefolge und seine Leibwächter, die mitgereist sind. Die Präsidentenmaschine der Vereinigten Arabischen Emirate. Mit diesem englischen Langstreckenjet waren die Scheichs Mitte des letzten Jahrhunderts unterwegs. Eines der Highlights in der privaten Flugzeugsammlung von Peter Junior. Das war auch wieder so ein Ding. Man muss halt die Connections haben. Das war dann, Lufthansa hat seinerzeit dem Scheich eine neue Maschine verkauft und die in Zahlung genommen. Und da konnten wir die dann von Lufthansa erwerben. Peter Junior sammelt Flugzeuge. Die großen. 120 Maschinen besitzt er, alle zu sehen in seinem Museum in Hermeskeil. Originale und Replika, vom seltenen Sportflugzeug über einen originalgetreuen Lilienthal-Nachbau bis zum größten Lastenhubschrauber der Welt. Ja, also die Technik ist meine Leidenschaft und das fasziniert mich unwahrscheinlich, dass an den Maschinen nichts Unnötiges dran ist, sondern nur das, was wirklich nötig ist, also keine Schraube zu viel. 1973 fing es an mit der Flugausstellung. Gegründet hat sie Peters Vater Leo. Der war eigentlich Architekt und baute die Flieger anfangs selbst nach. Das hat den Sohn angesteckt. Wenn man hier sozusagen in der Technik groß wird und sieht dann so die Flugzeuge, die nicht jeder in seinem Garten oder in der Garage stehen hat, dann ist das natürlich schon was Besonderes. Joachim Schubert war früher der Tankwart für die arabische Präsidentenmaschine. Ja, ich habe die 1972 am Flughafen Frankfurt betankt und die Beziehung ist eine Hassliebe. Und dieses nette, kleine, süße Flugzeug, wenn du 10 Tonnen getankt hast, hat es sich in den Federn gesetzt, so circa um 10 cm. Das verbunden mit einem sehr lauten Knall. Also sie waren hellwach. Luftfahrthistorie und deutsche Geschichte gehen in Hermeskeil Hand in Hand. Wie bei dieser Super-Constellation der Lufthansa. Noch so eine Chefmaschine. Mit dieser Maschine ist mal ein prominenter Gast gereist, 1955 im September. Das war zwar unser Bundeskanzler Dr. Konrad Adenauer. Der flog damals nach Moskau für die Verhandlung der letzten 10.000 deutschen Kriegsgefangenen. Und er hat die damit dann frei verhandeln können. Damals sehr viel Glück. Also die Maschine, weil sie auch diese Historie hatte, stand damals schon in Hamburg auf dem Flughafen. Und der Flughafen war da in den Erweiterungsplänen. Und da musste die Maschine weg. Und dann hatten wir die Chance, die Maschine übernehmen zu können. In einem Stück kam der größte Kranhubschrauber der Welt, die Mil 6 aus dem Ural. Beim 19-stündigen Überführungsflug hat die Maschine 90.000 Liter Treibstoff verbraucht. Solche Raritäten nach Hermeskeil zu holen, eine Wissenschaft für sich. Ich liebe das irgendwie. Wir kommen ja auch ein bisschen aus der Technik heraus, vom Maschinenbau und so. Wir machen das schon so ein bisschen wie die Archäologen. Also es wird alles auseinandergebaut. Jede Schraube, also die Schrauben von einer Luke werden in Tütchen verpackt, wird sozusagen beschriftet. Das geht nicht alles in einen wahllos großen Eimer oder Karton zu schmeißen und dann zum Schluss irgendwie stundenlang suchen. Also das machen wir nicht. Tochter Anna-Luisa arbeitet inzwischen auch im Unternehmen. Sie ist mit der Begeisterung des Vaters aufgewachsen. Die ist halt schon sehr verrückt, aber das hat er ja auch schon vom Opa, das liegt uns einfach in den Genen. Also das gehört einfach dazu, damit bin ich groß geworden, so ist mein Papa und das wird sich auch nie ändern. Also da wird alles gesammelt. Und ausgestellt im privaten Luftfahrtmuseum in Hermeskeil.